Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Gitarreneinheit. Ich bin Sven und freue mich ganz doll, dass ihr heute da seid. Und lasst uns mal schauen, was ich vorbereitet habe. Ich habe euch zwei Akkorde mitgebracht, mit denen wir uns heute einmal beschäftigen wollen. Der erste ist E-Moll. Er klingt so. Und ein E-Dur, dieser klingt so. Und wenn ihr diesen spielen wollt, müsst ihr einfach erstmal euren Mittel- und euren Ringfinger bereit machen. Und wir legen den Mittelfinger auf die A-Seite im zweiten Bund und den Ringfinger auf der D-Seite im zweiten Bund. Wichtig ist, dass du immer locker bleibst. Solltest du irgendwie verkrampfen, löse die Hand wieder, mach ein bisschen Entspannung und wenn es gar nicht mehr geht, pack die Gitarre erstmal beiseite und üb ein bisschen später weiter. Wenn du nun im zweiten Bund auf der A-Seite und im zweiten Bund der D-Seite deine Finger hast, ist es ganz wichtig, dass es schön sauber klingt, dass du nicht verkrampfst und einfach ein bisschen nur mit Abschlägen alle Seiten mal spielst. Vielleicht auch mal loslassen und wieder draufdrücken, sodass du immer einen schönen, sauberen Klang hast. Wenn das irgendwann funktioniert, kannst du deinen Zeigefinger hinzutun auf der G-Seite im ersten Bund und dann erhalten wir den E-Dur-Akkord. Und hier genau das gleiche Spiel. Schön locker bleiben, verkrampft ist, Hände weg, schön entspannen. Und wieder versuchen, sauber zu greifen. Vielleicht auch erstmal nur ein E-Moll, weil dort habe ich weniger Finger. Und dann kann ich immer schön, wenn es so langsam funktioniert, meinen Zeigefinger hinzu und wieder wegnehmen und ein bisschen herumspielen. Wenn das klappt, gibt es noch eine weitere Herausforderung und das wäre, mal die Position zu wechseln der Finger und den Mittelfinger an die Stelle des Zeigefingers zu nehmen und dann mit dem Ring und kleinen Finger wieder im zweiten Bund auf die A- und auf die D-Seite. Und genau dasselbe und den Mittelfinger immer mal wieder wegnehmen und zwischen E-Moll und E-Dur einfach zu wechseln und immer schön sauber spielen. Sollte es mal zu viel sein, dass links und rechts nicht zusammenpassen, dann kann man das auch einfach trocken machen, indem man den Finger rauf und wieder wegnimmt und irgendwann kommt die rechte Hand dazu und ich spiele meinen Akkordwechsel. Und das ist deine Übung für die kommende Woche und nächste Woche geht es dann weiter und dann bauen wir drauf auf. Viel Freude! Tschüssi!